Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Da sind wir wieder. Ja. Da sind wir wieder zurück und jetzt müssen wir erstmal, wir müssen uns entscheiden, wie es weitergeht. Bier her. Eine Wache meinte, Sarah Filburn habe mit ihrem Bruder Henry über etwas gestritten. Vielleicht soll ich ihm nachgehen. Sag mal wieder irgendwas, was wir nebenbei aufgeschnappt haben. Hinter den Kulissen. Rekrutiere Siedler. Ja, gut, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Kann ich das hier abbrechen eigentlich? Nee, ne? Schade, das haben wir nicht geschafft. Liefere folgende Fracht. 487 Kupfer. Wir sollten mal Kupfer abbauen irgendwo, dann wird's gehen. Sofort fällig. Ach ja, die Schulden. Ja. Aber da war unser Schiff ja unterbesetzt. Also, ne, nicht nur nicht fett genug. Wir brauchen nochmal ein neues Schiff. Ins Unbekannte. Ich soll mich für Sarah zum Auge begeben, einer im Orbit um Jemison befindlichen Sternstation der Constellation. Die Wladimir-Sache hatten wir auch noch. Dann machen wir die erstmal. Das Finden von Artefakten, die hatten wir auch noch bekommen. Dann wissen wir erstmal, was wir machen als nächstes. Dann lass uns das mal machen. Weißt du was, wir brechen direkt von hier aus auf. Zum Auge, das ist ja direkt hier, ne? Das Auge. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Oh nein. Wer ist denn das? Ah, Chimera. Ist das da das Auge? Das ist das Auge. Ich rufe mal. Das Auge ist offen, Constellation. Sehr gut, ich komme rein. Sequenz! Oh, der war cool aus. Dann habe ich irgendwann Space Quest 2. Kennt keiner mehr, keine Sorge. Schön angedockt, Captain. Ja, dann direkt mal rein ins Auge. Das Allsehende. Das hier von... Boah, das ist geil. Und so einen Außenposten hätte ich gerne. Als Hauptaußenposten. Das wäre halt maximal geil. Ich dachte zuerst, Außenposten baut man... Ne, kann man im Weltraum bauen halt. Boah, cool. Der lässt sich aber Zeit. Warum springt der nicht? Ja, das ist halt super nice. Geil. So, Airlock. Hier sind die ganzen Airlocks. Okay, verstehe. Und dann... Leiterplatte. Leiterplatte ist nicht mal geklaut. Weil die Constellation gehört zusammen. Wir teilen uns alles. Ja, Fluganzug, Wartung brauchen wir nicht unbedingt. So. Erstmal Besen umschmeißen. Ah, schön. Ah, ja gut. Da kommt meine Sammlung gerade an. So, klupp, dankeschön. Und hier ist nichts. Okay. Dankeschön. Dann gehen wir mal rein. Junge, Junge. Ich brauche einen bionischen Hals. Okay. Ich stolper hier mal über rum, ne, und sammle erstmal wieder schön auf. Karotte, klar. To-Go-Becher, das ist ja wunderschön hier. Eiweißriegel, okay. Jemand mag hier sehr gerne Eier. Persönlicher Groomer. Und ein persönlicher Boxsack. So, Chunks Cola. Schön, dass wir die Crew-Quartiere einfach so ausräumen dürfen. Das ist sehr lieb. Wieso haben wir hier kein Crew-Quartier mit so einem geilen nach außen hin? Die Quartiere müssten so nach außen hin sein mit so einer großen Glasscheibe. So, Storage. Da ist nichts für uns drin, ne? Ein großes Lagerhaus, das uns nicht interessiert. Washroom. Sieht sehr waschig aus. Warte mal, was war das? Anzug Tiefensucher. Ja, ist egal. Wieso ist ein Tiefensucheranzug im Badezimmer? Droppt da jemand die Seife? Scanning Control, da sind wir ja. Hey, Wladimir. Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut.
Oh, und ich dachte, bei der Constellation würde nur ich trainieren. Nette Arme. Ha, irgendwie muss man die Zeit im All schließlich totschlagen. Warum also nicht pumpen? Sicher. Kleiner Rat, lass dich nicht auf ein Armdrücken ein. Mir tut alles weh. Zu gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Hm? Durch das Auge gespäht? Ist das wieder so ein Piratending? Den habe ich mir selbst ausgedacht. Wir nennen diese Sternenstation das Auge. Sie ist wie ein riesiges Teleskop. Hm. Ja, jemand hätte dich holen sollen. Es war wirklich unglaublich. Hätte mich wohl nur über die Störung aufgeregt. Bei der nächsten großen Enthüllung bin ich dann dabei. Es war ja nicht die letzte. Auf keinen Fall. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graph-Antrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher. Mhm. Das war's, das Lichtermeer? Der Scan kann noch so gut sein. Das Licht ist nur so schnell, wie es ist. Mhm. Und all das Rauschen der interstellaren Materie da draußen erschwert die Eingrenzung. Wir können dir nur geben, was wir haben. Na klar. Verstehe. Ich muss dem also selbst nachgehen. Allerdings gehen da draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Ich spiele nicht gern den ängstlichen Alten, aber ich bin alt und sorge mich. Oh, wer ist denn Andrea? Noch ein Neuling bei der Constellation, der sich einen Namen machen will. Sie arbeitet gern alleine, was ich verstehen kann. Darum passe ich auf sie auf. Hm, verstehe. Ich werde nach ihr Ausschau halten. Sie ist hart im Nehmen, aber ich helfe gerne, wenn nötig. Ich habe zwei Orte auf deiner Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Naja, hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Viel Glück. Ich meine, begib dich zum Planeten Piazzi oder Tau Ceti? Okay. Bist du oft in der Loge zu besuchen? Nee, erstmal, wie bist du zur Constellation gekommen? Mal die Gelehrten zur Centaurus-Erklärung gekitzelt? Mm-mm. Dem Vertrag, der jedem Menschen das Recht gegeben hat, die Sterne zu kolonisieren? Mm-mm. Wurde von einem Dummhirn von Crimson Fleet Neuling gestohlen, der seinen Namen auf Captain wechseln wollte. Sah hübsch aus über meinem Stuhl, als könnte ich die ganzen besiedelten Systeme pflücken. Die Zeit tanzt ihre Jahre vorwärts und ich bin im Ruhestand. Da spaziert unsere Sarah Morgan in die Geschichte, Feuer in den Augen und den Kopf voller Infos, die ich mit harter Arbeit Mühe begraben hatte. Natürlich kuschelte die Centaurus-Erklärung nicht einfach in meinen Taschen. Sie gehörte dem Schiff und ihrem neuen Captain in der Fleet, die ich gerade verlassen hatte. Hab dein Ohr lange genug gespitzt, aber kurz zusammengepackt. Sarah und ich haben das Abkommen den Besitzern zurückgebracht. Und ich bin geblieben, um die Mission mit eines alten Piratenweisheit zu würzen. So höret denn meine Mär. Es begab sich einst zu jenen wonnehaften Tagen, dass ich Unschuldsluder trieb, als ich durch ein... Er redet sehr, also ich glaube, er liest auch viel hier oben. Macht Sport und liest sehr viel. Sag mal, bist du oft in der Loge zu Besuch? Ich mache den Besuch, wenn sie mich brauchen. Das Einzelgänger-Dasein mag mich meistens. Und das Auge ist wichtig. Hm. Aber ich sollte öfter hin. Darf Walter nicht immer allein die Bar machen lassen. Sonst ist bald allen dunkles Vergessen, wie ein guter Drink schmecken muss. Wer redet denn so? Deine Artefaktsuche hier muss ja ein Vollzeitjob sein. Deswegen habe ich deine Willkommensparty verpasst. Hm. Musste die ganzen Daten plotten, die das Auge uns gibt. Hätte aber nichts gegen eines Helfers Hand. Könnte der Sache mehr Schub geben. Aktuelle Planetenscans würden helfen, die Daten zu filtern, die ich durchsieben muss. Helfen, die Anomalien-Nuggets zu finden. Mhm. Und die Constellation kann dir ein, zwei Credits zuschieben. Alles, um die Sterne zu verkarten, oder? Ja gut, aber machen wir ja eh schon, ne? Wo bekomme ich denn diese Scans? Wenn du einen Planeten orbitierst, finden deine Scanner Informationen aller Arten. Lebenszeichen, Ressourcen, Strukturen, wo sie nicht sein sollten. Das alles wird in Daten runtergeladen, die du jedem geben kannst, der Interesse daran hat. Und die Constellation hat immer mehr Interesse als andere.
Okay, Planetendaten kann ich dir besorgen. Dann sind wir Hand in Hand in Übereinstimmung. Jetzt geh und verbrenne Helium. Ja, hier, ich habe Planetendaten für dich. Handeln wir. Notizen. Bonner Analysedaten. Okay, cool. Einfach mal Geld dazu bekommen, warum nicht? Ich wusste aber gar nicht, dass Crimson Fleet Mitglieder in Rente gehen können. Tun sie normalerweise auch nicht. Ich stehe bei Fortuna tief in der Kreide. Ah. Ist eine lange Geschichte, um dein Ohr damit zu spitzen. Aber besuch mich doch mal in meinem Haus draußen im Sternenmeer. Ich wollte dort meine Lebensfinsternis verbringen, aha, aber die Constellation hat mich mitgespült. Aha. War nicht mehr dort, seit wir auf dem Auge arbeiten. Falls du hinkommst, mach das Licht aus, wenn du wieder gehst, ja? Das mache ich. Besuche Wladimirs Haus. Weißt du was, da fliegen wir jetzt zuerst hin. Junge, Junge, der schwallt einem aber auch die Ohren ab. Ich hatte ganz kurz Angst, dass der unser Begleiter wird. So. Ich gehöre hierher. Ja, dann bleib doch hier. Ich dock jetzt ab. Und zwar in einer Sequenz. Da war jetzt weniger, als ich dachte. Da war jetzt weniger, als ich dachte. So, wo ist denn sein Haus? In des Sternenpracht. Junge, wo? Was? Level 55. Besuche Wladimir. Weißt du was? Ich hab's mir gerade überlegt. Vielleicht finden wir erstmal Andrea. Scheint mir irgendwie eine bessere Alternative. Wir müssten zwei Punkte haben. Zwei Ansatzpunkte. Gehen wir mal zuerst hier hin, weil warum nicht? Nach Piazzi. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Fels gemäßigt. Karg. 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 Fels. Okay. Wasser chemisch, ein Gasriese und noch einer, ja. Okay, dann gucken wir nach Piazzi. Verlassene Mine. Kurs festlegen nach Piazzi. Ja, eigentlich wollte ich landen, aber gut, wir legen mal den Kurs fest und springen. Und werden bestimmt angegriffen. Sonst hätten wir direkt landen können. Ich speichere mal lieber vorher. So. Grafsprung beendet. Okay, doch kein Angriff. 20 EP. Na gut, dann gucken wir erstmal und scannen auch erstmal ein bisschen hier das Gemüse. Wir haben ein, es ist ein Bleiplanet. Ein Planet, der größtenteils aus Blei besteht. Der muss sehr schwer sein und fällt einfach runter. So. Auf zur verlassenen Mine. Man weiß nicht genau, was sie da abbauen. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Die Knoppersminen von Betelgeuse 5. So. Sehr wohnlich hier, sehr wohnlich. Sieht aber schon cool aus. Sam, bist du dabei? Ach naja. Wenn wir schon mal dabei sind, die sind ja überall. Nehmen wir die mal kurz mit. So. Okay, ich habe gedacht, das geht schneller. Ach, es sind verschiedene Bäume. Okay. Ist so dunkel, ich sehe einfach nichts. Okay. Ja, wir gehen gleich, also gleich, da ist eine Lagerkiste. Wir gehen gleich zum eigentlichen Ziel. Aber ich dachte, wenn wir schon mal da sind, sieht ja so eine fantastische Idee. Und je länger ich hier rumlaufe, desto beschissener finde ich die Idee. So, Ressourcen haben wir. Der Scanner, der beste Freund der Constellation. Ah, na endlich. Muss einen haben wir.
So, 75, eifersüchtige Herzranke. So ein schöner Name. So, die haben wir auch. Und jetzt aber zurück. Hat lange genug gedauert. Da sehe ich noch irgendwas Blaues aufblitzen. Jetzt nicht mehr. Okay. Da. Ne, hä? Okay, da zeigt die ganzen Dinger blau und dann sind sie grün, wenn ich hinlaufe. Okay. Verstehe, weil die noch aktualisiert werden müssen. Wahrscheinlich. Na gut, paar XP haben wir mitgenommen, die wird auch grün, na klar. Gelohnt hat sich nicht unbedingt, aber 2 von 4 immerhin. Wir könnten jetzt noch weiter suchen, dann haben wir den Planet abgescannt. Aber jetzt erstmal das, was wir sollen. Ich weiß nicht, wie stabil es hier unten ist. Also, Vorsicht. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich geh mal kurz hoch. Oh. Vorsicht, Sam. Nicht mein Tag. Ja. Du musst auch das Piepen hören, weißt du? Ich helfe dir gern. So, ich hoffe, wir kriegen hier was. Ein Schlüssel oder so. Ah, okay. Miso-Suppe und Terra Brew. Okay, ich bin ehrlich, die Ausbeute ist jetzt nicht so geil, wie ich dachte. Aber ein Schlüssel wäre schön gewesen für unten, die letzten Tage der Erde. Also die Ausbeute ist relativ mau hier oben. Hat den Weg ungefähr gar nicht gelohnt. Und niesen muss ich auch schon wieder. Irgendwas ist doch gerade los. Ständig am Husten und Niesen. Ich verschlepp doch wieder irgendwas. Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte. Konnte nicht so schnell muten, das war jetzt doch plötzlich. So, hier geht's noch weiter nach oben. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Immobilisator. Oh, To-Go-Bech habe ich gerade mal mitgenommen. So. Eine Tomate, aber keine Kartoffel. So, leere Becher. Stuhl. Okay, das war's. Dann wollen wir mal. Ziemlich große Mining-Unternehmung, oder? Ja. Aber ist denn hier sonst niemand? So, nuklearer Brennstab nehme ich gerne mit. Schreibtisch-Organizer lasse ich gerne hier. Ein paar Los Creditos. Rucksackständer. Achso, hier. Und ein Helmständer, warte. So. Diese Trommel mit dem Bum-Bum. Gut. Ich glaube, wir können rein. Alarm haben wir ja auch. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber wir gehen mal ab ins tiefe Höhlchen. Schritt weiter. Oh. Identifiziere dich. Ah. Geht's dir gut? Ja, alles in Ordnung. Er war ungeschickt, viel zu laut. Keine Schwierigkeit. Oh, okay. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wer bist du? Ich heiße Benny Goodman. Ich bin nicht hier, um dir zu schaden. Ich gehöre zur Constellation. Wladimir Saul hat mich aufgetragen, dich zu finden. Ach, gut. Hätte ich mir denken können. Ich bin schon ziemlich lange weg. Ja, kenne ich. Dann, war es wohl ein bisschen übereifrig, nach dir zu sehen, wenn ich mir die Leiche hier so ansehe. Du bist das neueste Mitglied, ja? Mhm. Schicken sie dich oft, um nach anderen etablierten Mitgliedern zu sehen? Du bist ja auch noch relativ neu, ne? Sie hatten auch mal guten Grund dazu. Sie haben es sicher gut gemeint. Mag sein. Und doch bist du hier. Statt nach Barrett oder Noel zu sehen. Mhm. Wir vergeuden Zeit. Schließen wir unsere Mission ab, dann können wir reden. Andrea folgt dir jetzt? Okay, warte mal. Was, ganz kurz. Reden wir weiter, wenn unsere Mission erfüllt ist. Ich weiß noch nicht mehr, welche das Nachsehen ist. Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet.
Das sind Varun-Fanatiker, die sind aber sehr stylisch. Sehe eine Taschenlampe da hinten. Also dann, nun stirbst du. Da sind trotzdem noch welche da. Ich sehe noch eine Taschenlampe. Hier ist jemand. Ich glaube, wir sind nicht allein. Als ob sie sich unsichtbar machen kann. Wie geht das denn? Das will ich auch. Hä, wie cool ist das denn? So, warte, Computer. Ich hack mich kurz ein. Robotersteuerung aktualisieren, einstellen und fertig. Vielleicht bringt's ja was. So, komm, wir sneaken uns mal ein bisschen vorwärts. Ich sollte den Roboter vielleicht auch aktivieren, nicht nur umstellen. Zu früh für Cora, ein paar grundlegende Kampftechniken zu lernen. Hast du schon mit ihr darüber gesprochen? Nein, weil sie 12 ist. Sie könnte eine sehr fähige Kämpferin werden. Je eher sie anfängt, desto besser. Nur damit ich verstehe, was hier gerade läuft. Du bietest an, Cora auszubilden? Zur Kriegerin? Soldatin? Ich denke, meine Fähigkeiten im Nahkampf könnten nützlich für sie sein. Ich überlege es mir. Vielleicht. Danke. Hm. Die verstehen sich gut. Bei den Ventilatoren immer denk ich, da läuft jemand rum. Die sind dahin. Ach, da. Mann am Boden! Erwischt! Und wieder triumphieren wir. In den Arsch geschossen. So. Ich mich auch so unsichtbar machen können wie Andrea. So. Sonst sind da keine mehr, ne? Wir gucken gleich mal. Ja. Ach du Heilige. Ja gut, da unten sind vielleicht noch welche, aber die sehe ich von hier oben nicht. Und hier ist einfach nur so ein Bagger mit einer Sackgasse wieder. Yo, Bagger mit einer Sackgasse und ein Sarg oder was weiß ich, keine Ahnung. Hier werden irgendwelche Kisten vergraben. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wie ich es noch erklären soll. Ich sage nur, dass ich mich lieber geschickt um einen Kampf herumrede, als mich zu prügeln. Aber kämpfen ist doch viel simpler. Ach du, bleib wie du bist, Andrea. Na, sie hat ja recht, ne? Ich mach beides gerne. So. Oh, warte. Das wollte ich machen. Ich will nicht unbedingt jeden Kampf mitnehmen. Ich probiere dann trotzdem nochmal ein Gespräch. Aber wenn es nicht fruchtet, dann gibt's auch die Fress. Schwere. Wow, hat sich richtig gelohnt, hier runter zu gehen. Lag hier nicht gerade ein Crabstick? Ja. Nee, ist eine Lampe. Ist kein Crabstick, okay. Gut, dann hat sich das ja auch wieder erledigt. Da ist auch nichts, ne? Nee. Die unfehlbare Sarah Morton. Ich sage dir, die hat ein Radar. Wie meinst du das? Jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache. Noch bevor ich Ups sagen kann, ist sie da und weist mich ganz höflich und geduldig auf meinen Fehler hin. Hm? Weißt du, was ich meine? Nein. Ich mag die Gespräche zwischen den beiden. Generell mag ich es gerne, wenn NPCs untereinander quatschen. So. Dann hier. Tranquility. Aha, wird auch hier getrunken. Im Namen von Ryujin, vielen Dank. So, da ist niemand. So, okay. Gut, sieht gut aus soweit hier. Alles gesichert.
Perimeter clean. Okay. So, das hier, das hier, das nehme ich auch gerne mit, das nehme ich gerne mit. Jo, zwei Digi-Dietriche. Kannst du es mir noch einmal erklären? Mein Gott, schon wieder? Ich will dich nicht ärgern. Ich verstehe es nur nicht. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Es ist simpel. Ich sage nur, dass ich mich lieber geschickt um einen Kampf herumrede, als mich zu prügeln. Aber warum willst du einen Kampf vermeiden? Ach du, bleib wie du bist, Andrea. Ich mag das. Ich finde die sympathisch bis jetzt. Also um einiges sympathischer als gewisse andere Leute, die immer alles mies machen. So, oh, warum hast du den jetzt umgebracht? Oh, warum klaust du ihn schon wieder? Oh, ich kritisiere dein Leben. Du kannst ja sein, wie du willst, aber sei bitte so, wie ich das möchte. Okay. Ich mag die NPC-Gespräche, wenn sie mehr als zwei Gespräche haben. So, ich speichere mal zwischendurch. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Weißt du, was wir tragen sollten statt den Tanzanzug? Statt den Neon-Tänzeranzug, den wir ganz. Ich mach mal den hier. Und Helm-Tarnung, der trägt aber nichts dazu bei, ne? Ist nur optisch, glaube ich. Was ist das? Es ist nie zu früh für Cora, ein paar Grundlagen zu lernen. Hast du schon mit ihr darüber gesprochen? Ich wurde sehr früh ausgebildet. Da bist du. War. Ach, kennen wir so eine Höhle nicht? War man sowas nicht schon mal drin? Ist, steht da einer? Ist eine Lampe oder so, ne? Das glaube ich niemand. Kann man nicht so gut erkennen. So, sieht soweit eigentlich ganz clean aus, aber ja, dieselbe Höhle kennen wir, also die haben wir schon mal gesehen. War die verrückteste Kneipenprügelei. Burn Spacer wollten Ärger. Hab den Tisch umgeworfen. Ich habe ein Buttermesser kreativ genutzt. Stumpf, aber erstaunlich effektiv. Es kam mal ein Raubtier in einen Außenposten gestürzt. Quasi nur Zähne, Fell und Speichel. Alle flippen aus. Und ich? Zwei Schüsse und esse mein Sandwich weiter. Ihr seid so cool. Cool? Aber ein Buttermesser? Ja. Die Runde geht an dich, Andrea. Ihr seid so cool, ihr beiden. Wow, seid ihr cool. So. Sam, hast du schon mal überlegt, welche... Oh. Nur damit ich verstehe, was hier gerade läuft. Das ist von Cora auszubilden. So. Kann man erstaunlich hochwerfen. Und ich treffe die von hier oben nicht. Okay. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Denn? Ich glaube, ich bin zu tief, ne? So. Ah. Ah.
Oh. Wie kommt sie denn da hin? Okay, ich wollte eigentlich reinrennen, aber sie steht aber schon hier. Ich wusste nicht genau, wo das war. Ich bin einfach zu einer Etage zu tief gesprungen. Aber ist auch nicht so schlau, einfach mit einem Mang zu springen, glaube ich. Wenn da drei höherlevelige Gegner sind, dann macht das schon was mit einem. So. Elementarer Lichtbogenschweißer, okay. Können wir uns später mal angucken. Kammerjäger, okay. Den hatten wir schon. So, Sushi-Rollen. Geil. Da ist aber mega low hier. Na gut. Passt schon, bin durch. Wir müssen eh da lang, ne? Ich find's doof. Dass die Höhle jetzt schon wieder, ne, ist ja eigentlich eine andere Höhle. Aber wir kennen diese Art von Höhle schon, das ist so ein bisschen Copy, ne, so dieses Copy-Paste, da bin ich kein Freund von. So, da wären wir mal wieder. Aha. Kilomet haben wir wieder. Nehme ich gerne mit. Wenn wir schon mal da sind. Okay. Muss kurz aufladen. Blei brauchen wir nicht. Blei. Kilomet. Moment. Was ist mit dem Tau Ceti eigentlich? Nee, Tau Ceti sind wir jetzt. Piazzi 1. Was ist denn da eigentlich? Da können wir auch nochmal hin, ne? So, hier ist auch noch ein Kilomet. Ich weiß nicht genau, warum das grün bleibt, wenn wir es abgebaut haben. Würde ich schon gern wissen, aber leider werden wir es noch nicht erfahren. Okay, das ist manchmal echt weird. So, warte. Was? Aktivitäten, sprich mit Sam Coe, was? Haben wir eine Begleiteraktivität? Junge. Manchmal ist das doof mit dem Abbauen. Weil es sieht aus, als würde man abbauen. Es gibt halt auch kein... Man kann nicht sehen, ob es irgendeinen Progress gibt oder sonst irgendwas. Und dann hältst du drauf, aber für das Spiel checkt das nicht, oder... Ja, man lässt sich jetzt nichts mehr, ne? Da haben wir schon. Blei wollte man nicht, genau. Kilomet. Und hier noch ein Kilomet. So. Noch ein Kilomet. Wahrscheinlich reicht unsere Energie nicht mehr dafür. Ja. Sekunde. So. Noch ein Kilomet. Oh, wir werden so viel Met haben, ne? Aber ein Traum. So, Energie reicht nicht. Schleich dich, Energie reicht nicht. So, das. Und dann haben wir hier noch den hier. So. Liebe Frendos. Das ist jetzt auch noch ein Ding oder ist das schon weg? Okay, das haben wir noch. Das hier war weg. Und den haben wir auch noch. Probieren wir mal von hier. Vielleicht haben wir ja Glück. Jo, den haben wir auch. Und hier sind immer noch... Oh Gott, hier sind immer noch welche. Heilige Scheiße. Das ist doch gar nicht so wenig, wie ich dachte. Das dauert länger als die ganze Folge. Man muss auf jeden Fall im richtigen Winkel stehen, damit man die erwischt.
So, von hier geht's. Na. So. Und den da, den müssen wir von hier. So, ansonsten läuft aber gut mit den Scherben, ne? Wir haben eigentlich Glück mit den Scherben. Wir kriegen offenbar viele. Kannst du dir Zeit für uns rechnen? Gerade nicht. Wir sind hier gerade vor so einer Scherbe, wie du vielleicht siehst, Sam. Und ich muss unbedingt noch Mett kaufen. Für Sonntag. Da wollten wir Mettbrötchen essen zum Frühstück. Du kannst ja schon mal Zwiebeln holen. Außer Obstabteilung. Das heißt nicht, dass Zwiebeln Obst sind. Du sollst nur aus der Abteilung holen. So. Wir haben es freigelegt. Da ist noch ein bisschen was, aber ist egal. Soll reichen. Artefakt Iota. Das Wissen des Universums. Du hast nicht geantwortet, nachdem du das Artefakt herausgezogen hast. No. Barretts Theorie und Erfahrung waren also korrekt? Das Artefakt gewährt dem ersten Menschen, der es berührt, eine Vision? Ja, das stimmt schon, aber die ist immer vollkommen unverständlich. Die Tatsache, dass es euch beiden so ergangen ist, ist schon mehr, als wir zuvor hatten. Wir müssen darüber sprechen, was du da vorhin gesehen hast. Was habe ich denn gesehen? Dieser Mann, was ich getan habe. Es hieß er oder du, oder? Ja. Es freut mich, dass du das so siehst. Hä? Eine äußerst pragmatische Einstellung. Ungewöhnlich für ein Constellation-Mitglied. Darf ich nach deinem Hintergrund fragen? In meinem Hintergrund stehen ein paar Expedit-Regale von Ikea. Und mit ein paar Collector's Editions drin und so Sammlerfiguren und sowas. Auch ein paar Mangas sind da drin. Aktuell Fist of the North Star und Berserk. Sonst ist mein Hintergrund. Und ich war Miner bei Argos Extractors. Bitcoins. Argos. Ich habe von der Firma gehört. Klein, verwegen. Interessant. Ich habe keinerlei Erfahrung mit diesem Beruf. Wohl aber mit Risiko. Wir beide sind etwas ungewöhnliche Constellation-Mitglieder. Bitte erwähne Wladimir gegenüber nicht, unter welchen Umständen du mich vorgefunden hast. Schwanger? Die Varun-Fanatiker haben schon öfter versucht, mich in die Enge zu treiben. Wenn herauskommt, dass es wieder geschehen ist. Nun, es ist lange her, dass mir allein ein Auftrag übertragen wurde. Ich will nicht, dass es in Zukunft noch länger dauert. Verstehst du? Okay. War sie mal bei den Varun oder worum geht's hier? Weil Outfit, Pipapo, irgendwie, man gibt dir keine Aufträge. Ja, Varun-Fanatiker? Sie sind dir nicht vertraut? Das überrascht mich. Sie sind recht bekannt. Sie sind eine Gruppe von Eiferern, die die Lehren von Haus Varun zu dem Glauben pervertiert haben, dass die Galaxie ausgelöscht werden muss, ehe die große Schlange zurückkehrt. Ich habe der Galaxie hiermit also einen Gefallen getan. Okay, war sie wohl doch nicht. Na gut. Die haben dich schon mal angegriffen? Ja. Offenbar haben sie nicht gelernt, wie teuer sie das kommt. Was dann jedoch ihr grundsätzliches Problem ist, nicht wahr? Die Unfähigkeit, etwas anderes zu sehen als den Weg, den sie selbst gewählt haben. Das stimmt. Aber alles klar, ich schweige wie ein Grab. Wie ein Grab? Wir sind uns einig. Danke. Das ist gut zu wissen. Ich bringe hier alles zu Ende und komme dann nach New Atlantis. Du solltest schon gehen. Sie erwarten uns. Ja, das mache ich, aber natürlich schaffen wir es heute nicht mehr. Die Zeit ist knapp, ihr wisst. Sieht irgendwie cool aus hier, ne? Durchdringende Augen. Wir sehen uns dann in der Loge. Ja, geh schon mal los. Du wolltest auch mal was zu Ende bringen. Sehen wir uns dann gleich in der Loge?
Ja, dann bleibe ich hier nochmal eine Stunde stehen, ne? Aber ich würde die Folge jetzt beenden. Ich gucke einfach nur mal, ob was passiert. Das ist bestimmt nur verzögert. Die unfehlbare Sarah Morgan. Oh nein. Ich sage dir, please no. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Haut rein. Ciao mit V. Tschüss. Ach Gott, nein. Ja, so war ich wieder mal. Oh Gott, ja, natürlich. Ich weiß mich ganz höflich und geduldig.